Der Aftermatch-Talk nach dem wichtigen Sieg gegen den Halleschen FC daheim im Jahnstadion bei sommerlichem Osterwetter. Dani ist bei mir, ich bin der Robert. Servus, Jahn-Fans. Ja, servus auch von mir. Fangen wir mit dem Unerfreulichen an. Die ersten 20 Minuten hat man keine Chance. Wir sind nicht schlecht ins Spiel gestartet, nicht nervös. Ich fand unsere Ballkontrolle ganz gut. Trotzdem gab es die erste Chance für den Halleschen FC und da hat man schon gemerkt, wir sind heiß, oder? Das war die Ecke. Ja, richtig. Ja, es war nicht nur eine Ecke, es waren zwei Ecken hintereinander, wo es mehrere Chancen tatsächlich gab, also mehrere Abschlüsse von Halle. Und wir waren aber trotzdem heiß, weil unsere Mannen haben sich reingeschmissen mit allem, was sie hatten. Da wurde sich im Strafraum kreuz und quer gelegt und dadurch hat man dann auch einen frühen Rückstand verhindern. Wir hatten vorher in der 10. Minute eine Halbchance, sag ich mal, durch Schönfelder. Ansonsten war da nicht viel geboten. Und ja, wie gesagt, nach 15 Minuten Doppelchance für Halle. Da hat es ein bisschen gebrannt. Und dann haben wir uns berappelt, würde ich sagen. Ja, vor allem, du hast es in der Übertragung ganz gut gesagt, wir haben uns dann auf ihre Eckbälle eingestellt, weil sie immer das Gleiche gemacht haben. Dann war das auch nicht mehr so gefährlich. Und ich weiß nicht, ob es ein Hallo-Wach-Effekt für uns war oder Halle vielleicht zu sehr aufgemacht hat. Aber dann wurden wir peu à peu besser. Du hast schon gesagt, da gab es diese Garnaus-Schönfelder-Chance und später dann das Tor für Feed. Und ich habe es in der Übertragung gesagt, es waren 7, 8 Spieler daran beteiligt. Das war purer Wille im Mittelkreis. Wir haben den Ball verloren, wir haben ihn wieder erobert, dann haben wir klein-klein gemacht und dann irgendwie durchgesteckt. Der Ball landet dann auf der Außenbahn bei Faber. Der wollte ihn, glaube ich, unbedingt selber machen, aber so wie Faber zurzeit der einzige Kritikpunkt so ein bisschen. Er wird halt oft abgeblockt, seine Flanken. Aber diesmal war es Gold wert. Die wurde abgeblockt, dadurch sehr schwer für den Torhüter zu koordinieren. Und dann steht Feed Gold richtig. Der ist nämlich auch durchgelaufen, das muss man auch sagen, nicht stehen geblieben und hat den Schuss abgewartet, sondern durchgelaufen, hat den abgeprallten Ball mit dem Kopf ins lange Eck genickt. Und ich würde sagen, wären wir heute nicht so selbstbewusst aufgetreten, hätte er ihn auch drüber geköpft. Aber heute war wirklich, und ich kann es mir nicht erklären, warum die letzten Spieltage wir ja wie die Kaninchen vor der Schlange gespielt haben und heute mit breiter Brust von Anfang an, vielleicht waren sie wirklich überspielt, vielleicht waren diese 3 Tage wirklich notwendig oder es war meine Ansage. Ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass es deine Ansage war. Na, ich glaube, diese 2 Wochen Pause, diese Länderspielpause hat ihnen jetzt tatsächlich irgendwo auch gut getan. Und ja, zu dem Tor noch muss ich echt sagen, also wie gesagt, da hat mich Feed wirklich begeistert. Vor kurzem habe ich ein Interview mal gelesen, da ging es darum, ob man nicht wie im Eishockey nicht nur den Assist zählen sollte, sondern auch den zweiten Assist. Dann hätte er sich ja den geholt und ein Tor praktisch, weil er hat es ja wirklich selber eingeleitet, indem er dann ja einen Mann ausgespielt hat, dann wirklich gut quergelegt hat und dann noch die Meter gemacht hat, wieder rein. Also richtig, richtig stark von Christian Fied, muss man echt sagen. Ich scholte ihn immer mal wieder, aber heute gibt's großes Lob von mir. Ja, da schließe ich mich an. Danach hatten wir eigentlich das Spiel unter Kontrolle. Ganz kurz hat, glaube ich, Halle mal so 3 Minuten, wo sie uns in die eigene Ecke eingeschnürt haben. Ja, du zeigst mir gerade eine Faber-Chance, ich kann mich nicht erinnern. Ja, wir hatten eine große Faber-Chance und zwar hat Faber 2 Leute da aussteigen lassen, ist dann in den Strafraum reinmarschiert und hat ihn dann am langen Eck vorbeigesammelt. Ja. Mich wundert ein bisschen, dass du dich nicht daran erinnern kannst, denn du hast es ziemlich abgefeiert. Ja, ich habe es auch ziemlich geil kommentiert. Ja, schon, war richtig gut. Nee, ich hatte eher die Ecke im Kopf, wo der Torjubel schon auf der, oder die Tormelodie schon eingeblendet worden ist, weil der ist so knapp an dem Außenpfosten vorbei, dass ja, der musste eigentlich reinfliegen, aber er ist irgendwie nicht reingeflogen. Also wir haben eigentlich unterm Strich, kann man sagen, wir haben verpasst, mit 2-0 in die Halbzeit zu gehen. Genau so ist es. Also tatsächlich, wie gesagt, die ersten 20 Minuten schwamm drüber. Danach, finde ich, waren wir die klar bessere Mannschaft mit guten Möglichkeiten und hätten eben tatsächlich auch 2-0 führen können. Natürlich, wenn da in der 15. Minute es schief geht bei diesem Eckenfestival, dann schaut es ganz anders aus, dann reden wir jetzt auch ganz anders. Aber so muss man sagen, mit 1-0 in die Pause waren wir erstmal zufrieden, hätte aber auch ein bisschen höher ausfallen können. Danach? 2. Halbzeit geht eigentlich komplett auf unsere Seite, muss man sagen. In der 50. Folge richtig ins Tor geschossen. Das ist zwar ein bisschen kurios gefallen. Die Chance war eigentlich schon ums Eck. Kota steht zwar relativ alleine, aber ist im Fallen. Normalerweise, wie gesagt, ich habe es heute oft bemüht, aber jetzt kann ich es im Aftermatch-Talk auch nochmal sagen. Landet ja in Oberisling. Aber heute schlänzt er ihn ins lange Eck in Winkel.
wunderschönes Tor im Fallen, ohne Ballkontrolle. Kota hat seine phänomenale Leistung damit mit einem Tor gekrönt heute. Also du hast auch gesagt, der Kota ist wieder back oder weiß nicht ganz genau, wie du es ausgedrückt hast, aber Kota hat heute wieder zu seiner alten Form gefunden, wie viele auf dem Platz. Und wir haben es eingangs nicht gesagt, es gab auch eine kleine taktische Finesse. Man hat nach dem Tirol-Spiel vielleicht das erahnen können, aber Salah ist wieder auf rechts gezogen worden. Schönfelder hat es erstaunlich gut gemacht auf der linken Außenverteidigerposition. Und vor ihm eben Dominik Kota. Die zwei haben sehr gut harmoniert, auch die rechte Seite sehr gut harmoniert. Salah immer noch ein bisschen ein kleiner Unsicherheitsfaktor, aber auf der rechten Seite fühlt er sich deutlich wohler, das merkt man. Und mit Faber versteht er sich blind. Kann heute nicht groß meckern. Ja, auch die, wie gesagt, auch die Verbindung in die Mitte hat eigentlich ganz gut funktioniert. Garnaus manchmal ein bisschen zu langsam gedanklich, aber das wird auch noch. Oder ja, aber sogar die Anbindung in die Mitte hat heute gepasst. Geipel, Bulic, tadellose Leistung. Und für mich aber Mann des Spiels eigentlich Ziegele. Wenn der nicht jedes Ding da hinten rausgedroschen hätte, vor allem die ersten 20 Minuten, wäre es vielleicht auch ganz anders ausgegangen. Aber das ist ja genau das, was den Jahren diese 10-Spiele-Siegeserie ausgezeichnet hat, dass da hinten nichts anbrennt und heute tadellose Leistung auch als Bitroff reingekommen ist. Ja, den würde ich auch gerne noch erwähnen, weil das fand ich schon gut. 20 Minuten ist er reingekommen, spielt Außenverteidiger, was jetzt nicht seine bevorzugte Position ist. Macht das wunderbar, gewinnt da viele Duelle. Okay, eins verliert er, da zieht er dann halt einfach das Foul und holt sich die gelbe Karte ab. Alles gut, ein erfahrener Mann, kommt da rein, hat diese Saison wirklich noch nicht viel gespielt, lässt nichts anbrennen. Optimal, genauso wäre es in der Hinrunde auch gelaufen. Nur dieses Selbstverständnis ist uns halt jetzt irgendwie abhanden gekommen die letzten Wochen. Umso erfreulicher, dass wir es heute wirklich gut aufs Grün gebracht haben. Mein einziger Kritikpunkt ist eigentlich nur die Chancenverwertung dann bei den Kontern. Denn wir hätten, sag ich mal, bis zur 80. waren da viele, viele Kontermöglichkeiten, die, wenn man ein bisschen konsequenter ausspielt, Conny Faber möchte ich da zum Beispiel auch nennen, der da zwei, dreimal wirklich den Moment des Abspiels einfach verpasst. Wenn wir das konsequenter ausspielen, dann reden wir ja auch nicht von 2-0. Dann reden wir auch nicht davon, dass wir dann in der 90. Minute plötzlich nochmal zittern müssen, wenn es dann eine gute Freistoßgelegenheit für Halle gibt. Weil dann wäre das Ding schon längst rum ums Eck gewesen. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, vor allem nach den letzten Wochen. Da will ich auch gar nicht jetzt zu lange drauf rumreiten, weil ich bin froh, dass ich hier jetzt einfach mal nach langer Zeit wieder glücklich aus dem Jahnstadion gehen kann. Ja, es ist auch für mich wirklich Balsam für diese Osterseele. Eigentlich wirklich keinen Bock gehabt, nach Hause zu fahren und dann Leute zu treffen und dann, ja, was ist denn mit dem Jahr los? Was ist denn mit dem Jahr los? Jetzt kann man wenigstens sagen, ja, schau, sind wir doch wieder in der Spur. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das wollte ich dir eigentlich fragen. Ist es der Sieg zum richtigen Zeitpunkt? Also es ist ein Sieg, der unbedingt notwendig war. Wir haben es ja auch vor dem Spiel besprochen. Das Gespräch habe ich heute mehrfach geführt. Ich habe gesagt, also wenn wir heute nicht gewinnen, dann ehrlich gesagt brauchen wir diese ganzen Topspiele, die jetzt anstehen. Wir spielen jetzt gegen Münster, wir spielen gegen Ulm, wir spielen gegen Dresden. All diese Teams, die es jetzt oben untereinander ausmachen, denn das sind jetzt die vier Mannschaften, die es oben untereinander ausmachen werden, gegen die müssen wir antreten. Und wenn wir da jetzt erneut heute mit einem Nackenschlag in diese Spiele reingegangen wären, dann hätte ich extrem schwarz gesehen. So wird jetzt sicherlich nicht alles Gold sein, was glänzt, aber das Selbstbewusstsein sollte jetzt wieder da sein. Es hat heute viel geklappt. Es war wirklich oftmals die Leichtigkeit der Hinrunde zu spüren. Und ja gut, jetzt geht's halt nach Münster. Die haben jetzt 7-mal hintereinander gewonnen. Also das wird jetzt nächste Woche kein Zuckerschlecken. Aber wie gesagt, es hat vor allem heute auch viel mit dem Kampf funktioniert, als es dann am Anfang noch nicht so rund lief. Und das ist das, was mir dann auch Mut macht. Und wenn einer 7-mal in Folge gewinnt, dann ist er irgendwann auch mal fällig. Und vielleicht ist es ja dann nächste Woche soweit. Da drücke ich natürlich auch alle Daumen, dass es so ist. Wäre mal wieder schön, eine Siegesserie zu haben. Und vor allem wäre es unterm Strich trotzdem geil, wenn wir es am Ende noch schaffen, damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen. Wir haben diese 12 Punkte verspielt. Und die Stimmung gerade ist immer noch phänomenal im Stadion. Auslaufteam, die Leute, die quasi nicht 90 Minuten gespielt haben, müssen ja immer noch mal laufen. Die haben da auch viel Spaß. Und ich glaube, so intensiv
habe ich schon lange nicht mehr die Mannschaft mit der Hans-Jakob-Tribüne feiern sehen nach dem Sieg. Also das war ordentlich laut, ordentlich Party. Da sind Hinkelsteine von vielen Schultern abgefallen. Ja, und abschließend kann man, glaube ich, noch sagen, wir sind jetzt wieder Spitzenreiter. Also wir fahren tatsächlich, obwohl wir jetzt lange Zeit nichts geholt haben oder sehr wenig geholt haben, ist es trotzdem noch so. Wir fahren als Spitzenreiter nach Münster, da brauchen wir uns nicht verstecken. Und wie gesagt, vielleicht haben wir heute rechtzeitig noch irgendwie den Bock umgestoßen und vielleicht geht's jetzt in einen sehr fröhlichen Frühling für uns. Danke, Andi. Jetzt die Turmfunk-Highlights. Wir hören uns dann nach Münster wieder. Ja, da wird der Ball nochmal mit dem Kopf verlängert. Achtung, immer noch halt. Nein, doch. Ja, auf der Linie geklärt. Achtung, nochmal Schuss. Wieder schmeißen sich zwei Leute von uns rein und dann ist der Ball drüber. Ja, vogelwild. Ich dachte eigentlich, dass da zwischendrin schon abgepfiffen war, war aber nicht. Der Schiedsrichter hat angezeigt, da war gar nichts. Könnt ihr weiterspielen? Und wir haben es jetzt wirklich mehrere Sekunden lang nicht geschafft, in unserem Strafraum irgendwie an den Ball zu kommen. Halle drischt das Ding in unsere Hälfte, aber da ist erstmal Schönfelder mit dem Kopf. So, kann er jetzt ran? Jawohl, Schönfelder. Okay, macht er gut. Dann Bulit, Schönfelder, ja, haben sie gut gemacht, Geipel, wir haben immer noch den Ball, das passt, aber alles klein, klein, viel zu klein, klein, okay. Kota hat da den Ball verloren, ist dann wütend geworden, es ist wirklich ein harter Kampf da unten gerade. Jetzt mach mal was, komm, Fied hat jetzt mal Platz. Christian Fied, ja, schön gemacht, Fied könnte schießen, komm, nein, er legt ihn rüber, auch nicht schlecht. Und jetzt Conny Faber, reingeschmissen, ja! Da ist das 1:0, Conny Faber mit dem Schuss und dann ist Christian Fied da, denn aus dem Schuss wird eine Flanke und Fied nickt das Ding ein, wie im Hinspiel trifft er wieder. Damals war es ein Schuss aus 20 Metern, jetzt ist es ein platzierter Kopfball, wunderbar. Andi Geipel bei der Ecke, bringt sie rein. Gott, das an Freund und Feind vorbei. Der wäre dann fast direkt reingegangen, aber auch mehrere Spieler hätten da die Möglichkeit gehabt, irgendein Körperteil reinzustellen. Die Tormusik war auch schon an. Ja, so. Apropos Zauber. Boah, starkes Ding, Conny Faber und macht ihn allein. Nein, das gibt's nicht. Er lässt zwei, drei Leute stehen, schießt ihn dann perfekt aufs lange Eck und dann fehlen Zentimeter. Ja, das war jetzt wirklich Boah. Wie aufs Stichwort. Salah, rechte Seite jetzt, Faber und Salah. Schöne Flanke. Oh, haben wir aber noch. Zweiter Ball noch bei uns. Bulic springt ihn in die Mitte. Oh, viel kann nicht schießen, aber jetzt Kota im Rücken. Ja! Im Fallen haut er ihn in den Winkel. Im Fallen schlänzt er ihn rein und Bulic eskaliert da völlig mit der Hans-Jakob-Tribüne. Genau solche Dinger sind in der ersten Halbserie gefallen und wir kämpfen uns wieder zum 2:0. Starkes Ding. War eigentlich schon ums Eck und Kota schlänzt das Ding im Fallen in den Winkel. Aber Bräunig nimmt ihm da den Ball ab. Super gemacht, Luis Bräunig, jawohl. Schön auch nach vorne. Garnaus legt mal gescheit ab. Oh, Fied und er kommt doch irgendwie zu Kota an und er kann alleine in den 16er laufen. Wird jetzt bedrängt. Hacke, Garnaus! Oh, nein! Mann, und da schießt er leider zu zentral auf Philipp Schulze. Also Halle ist der Flow total verloren gegangen mit diesem 2:0, muss man sagen. Ja, zum Glück. Ja, ja. Aber man muss aufpassen. Und jetzt kommt, er ist noch heiß. Oh, Kota kämpft sich durch 7, 8, 9 Leute durch, das geht's nicht. Und er kommt zu Garnaus und der trifft das leere Tor. Ich war aber abseits. Aber er trifft trotzdem das leere Tor nicht. Auf Kota, das ist stark von Kota. Dominik Kota setzt sich da überragend durch. Und ein geiler Ball von Kota Richtung Hut. Und wenn der jetzt schnell macht, spiel ihn doch gleich. Nein, jetzt geht er in den Strafraum. Hut, 1-1 im Strafraum. Was macht er? Was macht er? Er legt zurück auf Geipel außerhalb des Strafraums. So, mein Gott, sie wollen einfach nicht schießen. Was ist mit Faber? Faber. Ja, dann verlieren sie den Ball. So armselig. Das ist eigentlich so wenig jetzt aus so einer Riesenschance. Das ist schade. Das ist wirklich schade.